Hallo Schützen. Es ist gut, dass ich mich hier festhalten kann. Ich kann euch sagen, ich habe gerade ziemlich weiche Knie. Und nicht viele haben die Ehre, hier stehen zu dürfen. Ich glaube, alle Könige, die heute hier anwesend sind, habe ich heute auch schon gesehen. Ich kann euch eins vorweg sagen, es hat einen guten Grund, dass man als König aus diesem Schießstand rausgetragen wird. Und das ist der gleiche Grund, warum ich mich jetzt hier so gut festhalten muss. Wenn im Moment, wo der Vogel da runterfällt, geht man erstmal in die Knie. Schützenfest in Altena, Tradition, die Generationen verbindet. Mein erster Gedanke bei diesem Motto ging eigentlich an unseren Kompanieführer, Dieter Steinmann, der uns in der Nette seit Jahren in den Ohren liegt und sagt, ich war der Letzte. Mittlerweile ist 24 Jahre her, Dieter. Nimm es mir nicht übel, ich glaube, wir sind zwei verschiedene Generationen. Jetzt bist du nicht mehr der Letzte. Jetzt dürfen wir in der Nette. Bin ich jetzt König. Die Nette mag vielleicht die kleinste Kompanie sein und muss heute auch schon wieder ganz hinten stehen. Aber ich glaube, die Nette hat Zukunft. Und da, und ich sage euch eins da hinten, Nette. Ich habe vor euch das aufgehalten, nicht ich bin König, ihr seid König. Liebe Katja, dich an meiner Seite zu haben, ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Auf verschiedenen Beweggründen. Wir waren 2003 beide im Berufsstaat. Bei Jürgen und Petra, damals waren wir die Küken und haben damals mal so rumgesponnen und haben gesagt, irgendwann, ne, irgendwann sitzen wir auch mal woanders auf dem Thron. Vielleicht nicht an der Seite, sondern mal in der Mitte. Und dann hat Katja gesagt, ja, dann machen wir doch was zusammen. Du erinnerst dich? Jetzt ist es so. Liebes Mühlendorf, ihr wisst, ich arbeite bei euch, ich darf bei euch wohnen. Mein Herz ist in der Nette. Aber nichtsdestotrotz danke ich euch, dass ich bei euch immer herzlich willkommen war. Ich habe mich immer toll gefühlt und ich danke euch für diese tolle Königin. Und wo wir so mittendrin mit meinem ganzen Danke sagen, eigentlich will ich Danke sagen jeder einzelnen Kompanie, jedem einzelnen Zug, jedem einzelnen Schützen. Wie Klaus gerade gesagt hat, ihr macht das Fest möglich. Und ich danke euch, dass ich euer König sein darf. Ich kann euch sagen, weiche Knie hin oder her, König sein ist geil. Drei Personen möchte ich noch gemeinschaftlich danken. Das sind zum einen meine Eltern, zum anderen meine Partnerin Marina. Ich danke euch, dass ihr... Die drei stehen hinter mir wie eine Eins, auf die kann ich mich immer verlassen. Und auch in diesen Tagen war von allen drei die Aussage, du machst das schon. Wir helfen dir.
Ich möchte zum Abschluss noch ein paar Jokes loswerden. Und ich habe mir überlegt, worauf. Und es gibt zwei Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Das ist zum einen diese Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft, ihr alle. Und zum anderen unsere Heimatstadt Altena. Altena ist die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft, die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft ist Altena. Und ich habe es mir gestern zwar nochmal zusichern lassen, dass das Zelt nicht nur schön ist, sondern auch gut halten wird. Aber milde Regentschaft muss ja nicht heißen, dass wir nicht heute Abend trotzdem ordentlich feiern können. Von daher lassen wir zumindest im übertragenen Sinn heute Abend versuchen, das Zelt abzureißen. Ich verspreche euch, die milde Regentschaft, hat ja glaube ich auch. Auch unsere Heimatstadt Altena und diese Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft. Ein einmal kräftiges Pott!